alles Gute kommt von oben und oh, das ist ja eine Parademaus, gell? Also heute brauchen wir einen etwas größeren Mann, weil es geht wieder um den Mann, den wir fangen, also Fangermandel. Und wir haben dazu eine Kandidatin, die mir am Rücken an Rücken steht. Und so schaut es bei ihr daheim aus. Hallo, ich bin die Tanja. Das ist mein Jack Russell Chili. Ich bin 41 Jahre alt, auch wenn es keiner glaubt. Bin ein echtes Münchner Kindl. Ich bin ein sehr lebensfroher Mensch, spontan, ehrgeizig und ich behaupte auch unkompliziert. In meiner Freizeit reise ich sehr gern, bevorzugt Camping oder auch mit dem Rucksack. Nachmittags gehen wir öfters mal zum Stand-Up-Paddeln. Wir trainieren sehr viel. Wird das was heute mit dem Fangermandel? Gib Pfeif! Pfeif! Ja, es wird was! Die kleine Tanja. Hallo. 1,52 groß? 1,78. Moment, das kann ja nicht sein, ich bin ja nur 1,68. Geschummelt. Auf der Wiesn kann man schummeln, gell? Ja, ja, ja. Ich komme wieder auf den Boden der Realität zurück. Okay, was muss er noch haben? Spontan muss er sein, über sich selber lachen können, tierlieb. Ah ja, du hast einen kleinen Jack Russell, gell? Also ein Hundefreund muss er sein, darf er Bart haben? Darf er haben, ja. Bisschen Bäuchlein? Ein bisschen, ja. Darf er schon einen Schwips haben? Natürlich. Oh, Gott sei Dank, also auf geht's. Bist du zufällig verheiratet oder vergeben? Ja. Ja, das, man muss ja alle Optionen offen halten, oder? Nein. Polizei muss immer ehrlich sein. Muss immer ehrlich sein? Ja. Okay, dann kommt es jetzt drauf an. Wo kann man das sehen? Auf München TV. Da bin ich ledig. Wir kommen wir zwei jetzt zusammen? Also, wenn wir die zwei noch zusammen? Ja, müssen wir dann mal schauen, gehen, müssen wir mal ratschen, ich weiß ja gar nicht, wer sie ist. Okay, dann mal runter, dann ratschen wir mal da unten. Genug, dass was? Der ledig ist. Ja, ja, der hat irgendwie Dreck am Boden. Da ist was schwierig. Ja, der hat keine weiße Weste. Da ist irgendwie, das ist ein Bazi. Also, das ist ein guter Polizist, aber ein Bazi. Ja, ja. Und in Bayern darf man ja beides sein, oder? Ich bin ein gestandener Mann und kein Bazi. Also, du bist zu viel Bazi, hast du gesagt. Passt schon. Ja, ja. Wieso bist du jetzt du so alt? Hä? Nein, du bist mir zu alt. Also ich meine, ihr, wann bist du schon so alt? Ich meine, es ist lange, da, wenn ich alt bin, aber du auch noch. Du weißt doch gar nicht, wie alt ich bin. Ah, du bist viel alt. Sie braucht einen 38-Jährigen. Ich bin 39 Jahre alt. Ja, ja. Das ist mal mit den Frauen, die werden auch nicht älter, wenn 21, gell? Aber wir waren ein Traumteam. Ja, ein Traumteam. Das ist ein Couch-Potato, den brauche ich nicht. Oh nein. Das ist auch ein lieber Mensch. Das ist auch ein lieber Mensch. Nein, das ist ein ganz braver. Moment mal, da muss ich jetzt. Der Lanzebrenner ist ein braver. Das ist ein treuer Mann. Das passt ja von der Größe her gar nicht. Den tatsächlich. Also, wir suchen einen Mann für diese junge Frau. Ich wollte gerade sagen, dass ich jetzt zur neuen GroKo gar nichts sagen kann. Nein, zur GroKo sagen wir nichts. Wir kennen uns schon ganz lang, wir mögen uns. Eigentlich mögen wir uns nicht. Nein, und man muss sogar dazu sagen, wir haben einmal um dieselbe Frau gepoolt, gell, vor 25 Jahren. Um deine. Das wüsste die. Worum geht's hier jetzt? Also pass auf, ich mach Fangermandel, schau her. Was machst du? Ich habe eine Dame, die sich beworben hat und ich helfe ihr auf der Wiese einen Mann zu finden. Oh Gott. Sag jetzt den richtigen Verein, auf was für einen Fußballverein stehst du? FC Bayern. Danke. Ich war mal ein FC Bayern-Hostess. Ach so, ja. Na, dann sagt der Mann ja nichts, oder? Nein. Liebe Männer da draußen, bitte, liebe Männer da draußen, habt Verständnis, Frauen sind manchmal oberflächlich, ja? Ja. Und sie ist nicht oberflächlich, nein. Nein, und sie steht... Weißt du was, Spassi? Wir üben das noch, wir melden uns gleich wieder. Wir schneiden das. Also darauf muss ich jetzt einen Schnaps trinken. Die Dame hat Mehmet Scholnik gekannt, als FC Bayern-Fan. Wir müssen dich ein bisschen dopen. Wir haben unseren eigenen Fangermandelschnaps. So. Du weißt ja, man muss Männer ja auch mit gewissen Dingen fangen. Das ist ja heutzutage nicht mehr so einfach. Jeder Mann, der eingefangen wird, kriegt nämlich einen Lederhosenhelden. Und was magst du jetzt lieber, Lederhosenheld oder Schnapsflaschel? Das Flaschel. Auf einen guten Mann, oder? Auf einen guten Mann, und ja. Dass du ihn auch erkennst, wenn du ihn dann ja, siehst. Bitte. Prost. Schau mal, sowas. Sowas in der Art, ja? Sowas in der Art. Ja. War dir recht. Sag mal dein Alter, bitte. 30. Ja, oh, ja. Das ist jung. Schade, hättest Qualitäten gehabt. Jungs, ihr seid zu breit. Nein, das ist zu viel. Der war aber gut. Also, ich meine, außer dass er vergeben ist. Nein. War der auch nicht? Ein Ohrring. Ah, der hat einen Ohrring. Das fragt man heutzutage nicht mehr. Ah, das ist doch wurscht. Aus Zürich. Aus Zürich? Ja. Ja, grüezi. Grüezi. Angenehmen Aufenthalt, ne? Lauter fesche Kinder. Ja, der lacht jetzt. Nicht so meins. Der war wieder zu schmal. Nein, der hat einen Zopf gehabt. Ja, warum soll ihn eigentlich aufhalten? Wir sind noch bei Fangermandel. Achso, wir sind bei Fangermandel, ja. Ihr seid bei Fangermandel, okay, ja. Gut. Und jetzt? Weißt du, was das bedeutet? Ja, so. Bist du vergeben? Ja. Er sagt doch das gleich. Nimm halt ein Schüttel und schreib hier vergeben. Nein, vergessen.
Nein, das haben wir nicht vergessen, weil das kriegt nur der, der ausgewählt ist. Aber ich habe selber kurz. Ja. Mal. Mobile Iron. Machst du jetzt Werbung? Ja, klar. Okay, hau doch. Eieieiei. Wie alt bist du? Zu alt. 43, aber gut gehalten. Oder? 43 wäre sehr gut. Und ja. Wie heißt deine Frau? Keine. Also, die hat noch keinen Namen, die muss man erst finden, glaube ich. Wenn du mir hilfst, bin ich dabei. Ich hätte einen Namen. Ja. Tanja. Tanja. Hallo, Tanja. Hey. Du bist raus. Du bist raus aus der Nummer. Vielleicht gehört sie jetzt zusammen, oder was? Ja, ja, freilich. Wir sind auf der Firmenwiese da. Ja. Ach so, du bist auch so ein Mobil-Toni. Okay, also, gut, also pass auf. Du wärst zu haben. Ja, ganz ehrlich, ja. Aber jetzt leider nicht, weil ich muss zur Firmenwiese. Also, tut mir leid. Gerne weiter da. Der wär's eh nicht gewesen. Der hätt's nicht passt, gell? Nein. Wenn einer, muss einer gleich wow bei mir sagen. Ja, der muss sagen, oh, wow, ich schmeiß die ganze Firma ja, weg. Sicher. Trink noch mal einen. Sauf dein Mudern. So. So werden Helden gezeugt. Ist er jetzt leer? Was ist denn jetzt ausdrucken? Du bist auch so ein Spezi. Also, liebe Männer, wenn Tanja euch auswählt, müsst ihr davon ausgehen, ihr müsst einen eigenen Schnaps mitbringen. Moment einmal, Helden sind verstaut und wir suchen einen Helden. Wo ist er? Ja, das war auch schon wieder ein fescher Bursch, he? Ah nein, der ist blond. Blond darf auch nicht sein. Gott. Geri, servus. Ja, grüß dich noch. Hast du Haar im Kopf? Rally. Sag mal her. Jede Menge. Ah, Gott sei Dank. Ja, mein, mit dem Hut sind sie ein bisschen zusammentatscht, das passt schon. Darfst du wieder drauf tun? Ich wollte. Ja. Darf ein Porisch kennen? Ja, sicher. Ah, das war in Ordnung. Ja. Aber wo ist er da? Ja. Groß ist er. Und wie heißt deine Frau? Ja, Frau habe ich keine. Nein! Nein! Nein, wirklich? Ja. Ja, ehrlich? Ehrlich, ganz ehrlich. Das ist auch nicht. Das ist aber auch nicht einfach mit den Mädels heute, hä? Das ist ein Gefrett. Ja. Jetzt, wollte ich schon, jetzt gebe ich schon dann einen Schnaps, dass er mal ein bisschen umdrehen, aber. Den muss ich ja, den muss ich nicht schnitzen, den muss ich, den in Gold muss ich den aufheben. Ich beneide dich nicht. Ja, ich mich auch nicht. Einen Scheißjob habe ich mir rausgezogen. Ich komme morgen mit einem anderen. Ich bin dabei. Ja, so machen wir es. Schau, dass du das gibst. Dann müssen wir halt den anderen Weg wählen. Da müssen sich jetzt die Männer jetzt um dich bewerben. Tanja wäre noch zu haben. Männer, jetzt seid ihr dran. Und wenn ihr Lust habt, mit Tanja ein schönes Wochenende zu verbringen, da geht's hin. Also bewerben. Zusammen fahren wir in das 4-Sterne-Hotel- und Spa-Resort Schmelmerhof in Bad Aibling. Dort werden wir von der Ankunft bis zur Abreise herzlichst verwöhnt. Gemütliche Zimmer, eine riesige Spa-Landschaft und natürlich mit Massage für jeden und sogar eine eigene Wasserskianlage sorgen für den nötigen Spaß. Ein ausgezeichneter Spitzenkoch, der sich dann auch noch ums leibliche Wohl kümmert, mehr geht nicht. Bewirb dich jetzt! Ich hoffe, dass da mindestens 500 Bewerbungen kommen, damit einer vielleicht die Chance hat, dass er bei dir durchkommt. Das einer. Auch, ja. Am letzten Sonntag sehen wir dann wieder. Servus, bis morgen.